Battlefield 3 bis zum 3.6. komplett kostenlos. Battlecry, Bethesda kündigt Free-to-Play PvP-Game an. Auto Club Revolution, 2014er Facelift, startet bald in die Beta. Hazard Ops, Beta erfolgreich gestartet. Und Chroma, Spielprinzip wird überprüft. Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu den Free-to-Play News 2.0. Willkommen, und in der ersten Meldung dreht sich alles rund um Battlefield 3 bzw. um EA. Die meisten von euch sollten es mitbekommen haben, diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, hey Leute, ihr lebt hinterm Mond. Warum? Bis zum 3. Juni könnt ihr euch Battlefield 3 komplett kostenlos runterladen und auch behalten. Das heißt, das Spiel ist kostenlos erhältlich und EA will das in nächster Zeit öfters mit vielen verschiedenen Spielen von denen machen. Was steckt genau dahinter? Ganz einfach, ihr braucht dafür nur einen Origins-Account, der auch nichts kostet, und die bieten euch Battlefield 3 kostenlos an. Hört sich super an, aber die ganzen DLCs sind natürlich nicht dabei. Man redet davon von der Vanilla-Version, wie auch bei WoW, das heißt die Grundversion von Battlefield 3. Die Grundversion reicht aber normalerweise nicht, um alle Server zu spielen, sodass einige Spieler natürlich sich im Nachhinein den ein oder anderen DLC für ein paar Euro kaufen werden. EA ist da nicht blöd und ich denke mal, die werden immer wieder so ein paar kleinere, kostenlose Games wieder anbieten, das heißt ältere Titel, Mass Effect zum Beispiel, 1 und 2, die haben aktuell auch noch Plant vs. Zombies. Dadurch kriegen sie natürlich Leute dazu, Origin zu nutzen, können sie noch ein bisschen mehr mit der Werbung dicht bomben mit neuen Games und wir haben natürlich alle was davon. Also, wenn ihr Battlefield 3 noch nicht habt, ladet es euch auf jeden Fall runter, es ist kostenlos, es sind keine Tricks dahinter, ihr werdet es behalten dürfen danach und vielleicht können wir dann auch mal in den ein oder anderen Livestream sogar eine Runde BF3 miteinander zocken. Auch in der vergangenen Woche gab es wieder Neuigkeiten rund um viele neue Games, unter anderem war eins davon Battlecry. Battlecry wird von Battlecry Studios entwickelt, welches wiederum zu Bethesda gehört. Das sollte euch spätestens seit The Elder Scrolls Online ein bisschen was sagen. Also, was wird Battlecry für ein Game sein? Es geht in die Richtung von Forge, was ich diese Woche gezeigt habe, von Arcblade, von Panzer, also ein teambasierendes PvP-Game. Free-to-play soll es sein, AAA soll es werden, also ein High-Class-Titel, bin sehr gespannt. Die ersten Bilder, ihr seht im Hintergrund einen Trailer, und es gab schon ein paar ersten Bilder, sehen ganz nett aus. Das Ganze hat eine relativ coole Grafik, da steckt aber auch ein Unternehmen dahinter, was Geld hat und wahrscheinlich auch bereit ist, einiges an Geld in diesem Spiel zu investieren. Und was richtig interessant ist, es wird relativ brutal werden. Das heißt, was man gesehen hat, da fließt Blut durch die Gegend. Das Ganze ist wahrscheinlich nicht eher ganz an Kindern gerichtet. Ich bin aber sehr gespannt, was es wird, denn es ist auf jeden Fall nichts komplett Innovatives. Aber hey, wenn es ein gutes Game ist, hat es seine Daseinberechtigung und ich freue mich sehr darauf, euch vielleicht demnächst die ersten Bilder von Battlecry zeigen zu können. Ihr findet natürlich alle Infos wie auch zu allen anderen Meldungen unten in der Videobeschreibung. Dort verlinke ich einfach zu der offiziellen Seite von Battlecry, wo man sich schon mal die ersten Infos saugen kann. Viele Entwickler haben den Zeichen der Zeit schon gemerkt und sagen sich, hey, unser Spiel läuft nicht, wir rebooten es und bringen es auf einmal in die Beta. Das Ganze habe ich bei Ghost Recon Phantoms ja schon ein wenig erläutert und auch Auto Club Revolution hat sich gedacht, scheiß drauf, das Spiel läuft nicht, keiner mag es, wir schließen das Spiel, starten es neu. Am 16. Juni 2014 ist es soweit. Es ist eine Fahrsimulation, relativ gut eigentlich, nur nicht unbedingt Free-to-Play gewesen. Also waren viele Mikrotransaktionen mit dabei, die das Spiel doch ein wenig, ja, ich weiß auch nicht, Pay-to-Win war es nicht, aber es war mal eine Testversion, eine Demo-Version, als ein richtiges Game für Leute, die kein Geld investieren wollten. Das soll sich nun ändern. Facelift 2014 heißt die Devise. Das heißt, die Grafik wurde aufpoliert, um mit World of Speeds ein wenig mithalten zu können zumindest. Es wird fairer, es wird viele neue Sachen geben, viele neue Features, aber was es alles Neues geben wird bei Auto Club Revolution mit dem neuen Release, damit halten sich die Entwickler noch ein wenig zurück. Bedeutet, wir können ab dem 16. Juni 2014 uns zumindest für die Closed Beta, die dann startet, nochmal anmelden, das Spiel versuchen nochmal zu spielen und zu schauen, was hat sich verbessert, ist es vielleicht eigentlich ein gutes Rennspiel im Free-to-Play-Bereich. Ich bin sehr gespannt, ich würde mich sehr freuen, wenn ich endlich mal so einen Titel hätte, aber man muss ja abwarten. Ihr findet natürlich den Link zu der Anmeldung für die kommende Closed Beta unten in der Videobeschreibung.
von Zombie Monsters Robots, habe ich euch schon was erzählt, heißt hierzulande ja auch übrigens Hazard Ops und es ist in die Closed Beta gestartet. Ich habe leider keinen Key erhalten. Ich habe von einigen meiner Abonnenten auch die Meldung bekommen, hey, wir haben auch keinen so einen Scheiß. Es sieht relativ interessant aus und die Entwickler haben jetzt zu der aktuellen Closed Beta auch einen neuen Trailer rausgebracht, relativ lustig. 28 Wege, wie man in Hazard Ops sterben kann. Ist vielleicht ein bisschen an dem aktuellen Kinofilm 1000 Ways to Die in the West angelegt. Auf jeden Fall relativ interessant. Die Beta an sich konzentriert sich ein wenig auf die PvE-Inhalte von Hazard Ops. Heißt, dort sollte man einfach alles ausgetestet werden, ein bisschen Feedback von den Spielern geholt werden. Und das, was wir sehen konnten bis jetzt, was leider nicht viel ist und wo ich selber meine Hände nicht ran anlegen konnte, das sieht doch relativ cool aus. Auch wie schon bei Battlecry glaube ich nicht, dass Hazard Ops jetzt die Revolution im Games-Bereich sein wird, aber auf jeden Fall ein cooles Spiel, was für zwischendurch Spaß machen könnte. Also wenn ihr schon bei der Closed Beta von Hazard Ops dabei seid, lasst mir gerne einen Kommentar da, wie es euch gefällt. Falls ihr es noch nicht seid, so wie ich auch, dann meldet euch gerne nochmal für die Closed Beta ein, denn die Entwickler haben versichert, es werden weiterhin Closed Beta Keys verschickt im Laufe der Beta, denn sie wollen immer weiter ein bisschen die Serverauslastung testen und immer weitere Bereiche der Beta freischalten, damit man wirklich alles austesten kann, bevor das Spiel in den offiziellen Betrieb losgeht. Finde ich cool, bin ich sehr gespannt und ich freue mich natürlich auf eure Meldungen zu Hazard Ops. Vor gut zwei Monaten hatte ich schon davon berichtet, Chroma heißt das Ding. Es ist ein Free-to-Play-Shooter oder es soll eins werden, was nicht einfach ein Shooter ist, sondern was durch die Musik ja dieses Spielprinzip darstellt. Wie das genau funktioniert, wissen wir leider noch nicht und ich glaube die Entwickler selber auch nicht. Denn jetzt kam raus, Chroma wird rebootet. Noch überhaupt nicht in der Beta, das heißt noch in der frühen Alpha, ganz wenige Leute hatten schon Zugang dazu, haben die Entwickler gesagt, okay, anhand des Feedbacks, was wir bis jetzt erhalten haben, finden wir müssen zurück, wir müssen uns nochmal hinsetzen, wir müssen das ganze Spielprinzip nochmal überdenken, wir müssen das Ganze einfach wieder von vorne starten. Heißt das aus für Chroma? Nein, das heißt einfach nur, wir sind wieder am Anfang, zurück zu los und wie ihr wisst, sollte das jetzt auch eine relativ lange Weile dauern, bis wir dann eine Closed Beta von Chrome haben oder ein Early Access, wo wir selber schauen können, was erwartet uns in diesem Spiel. Ich weiß, dass viele von meinen Abonnenten da gerne auf Infos warten und gerne auch Gameplays von mir sehen wollten. Ich hatte keinen Alpha-Key und jetzt glaube ich auch erst recht, dass es noch ein, zwei Monate dauern wird, bis ich überhaupt was davon zeigen kann. Nur für euch zur Info, falls ihr euch für Chroma interessiert, könnt ihr euch trotzdem weiterhin anmelden und hoffen, dass wenn das Spiel dann wieder losgeht für die Testphase, dass ihr dann einen Key bekommt und vielleicht auch selber Hand an Chroma anlegen könnt. So Leute, das soll es gewesen sein mit meinen Free-to-Play-News der vergangenen Woche. Ich hoffe, ihr konntet das Wetter in der vergangenen Woche genießen, das war relativ cool. Und ich freue mich, wenn ihr morgen dabei seid, denn morgen gibt es meinen 5000 Abo-Special-Livestream. Da habe ich Keys für euch unter anderem für Dirty Bombs, für Rise of Incarnates, für Betas und Alphas. Ich habe einen kleinen Giveaway, ein bisschen größer, entweder eine Grafikkarte oder Watch Dogs. Und wir können dort zusammen zocken und ich hoffe, wir haben eine Menge Spaß. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe ein Video dazu am Samstag veröffentlicht. Einfach anschauen, da gibt es alle Infos dazu. Und natürlich hoffe ich auch, wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag, 12 Uhr, zu den Free-to-Play-News der Woche. Und bis dahin sage ich Ciao. Ich bin dann mal raus.